Hallo Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich wollte jetzt mit dir zusammen schauen, wie die Energie für die nächsten 2 Wochen im April für dich stehen. Ja, schauen wir mal zusammen. Unter dem Deck Löwe. Wir haben gerade, also der 8. der Schwerter ist eine Energie erstmal für diese 2 Wochen April und auch vielleicht eine Energie, die wir in deinen Karten auslegen, spüren werden. Also diese Karte zeigt dir eine Person, die mit gebundenen Augen, Ärmel, Füße, also es kann sich gar nicht bewegen, ja. Zumindest denkt sie das, ja, dass sie sich nicht bewegen kann. Ist eine Blockade da und spricht auch für negative Gedanken, ja. Das ist mehr mental, Löwe. Also sind halt die Gedanken sind da und man macht sich auch manchmal 1000 Gedanken. Oft viele von denen nicht viel mit der Wahrheit zu tun hat. Also, ja. Ja. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wie sich die anderen Karten zusammenbinden. Ich hole mir jetzt sowieso auch noch mehrere Karten raus. Weil jetzt so schnell auf die Schnelle ist halt so mehr diese Deutung. Ne? Aber wir müssen jetzt schauen, woran sich hier handelt. Im Prinzip, wie gesagt, zeigt sich hier, es hat viel mit Gedanken zu tun auf jeden Fall. Und ja. Unter den 8. der Schwerter haben wir der Wagen. Zeigt nach Reise. Spricht für Sternzeichen Krebs. Und ist eine Karte mit viel Erfolg. Also ist eine sehr positive Karte. Die Kommunikation und mit Sicherheit, also in Reise auch, die Mäßigkeit. Schauen wir mal, Löwe, wie sich die Karten zusammenfinden, ja? Und zweite der Schwerter spricht auch wieder wie der 8. der Schwerter für eine gewisse Blockade da, was wieder viel mit Gedanken zu tun hat, ja? Schauen wir mal jetzt. Hier als Thema bei dir jetzt, Löwe, als dein Gegenwart, haben wir das 7. der Münzen. Er zeigt eine Person, die wartet. Also eine Person, die wirklich wartet. Und es kann sein, dass du auf eine Situation auf eine Person lang jetzt wartest, ja. Also man wartet auf irgendein Ergebnis, auf irgendein Resultat, die immer noch nicht da ist. Und wie gesagt, ich hole mir jetzt noch mehrere Karten, vielleicht können wir ein bisschen vertiefen jetzt, ja, aber das ist erstmal das, was diese Karte auch zeigt.
Es hat auch mit Münzen zu tun, mit Finanzielles zu tun. Vielleicht wartest du auf irgendein Geld, was du ja schon lang wartest. Aber guck mal, ist wirklich erstaunlich, was für eine Karte bei dir in dein Gegenwart als Thema jetzt gekommen ist. Ne? Also wir haben hier nämlich der zweite der Kelche. Die zweite der Kelche spricht für eine Person, die mit dir viel gemeinsam hat, ist eine Energie, also es zeigt, wie gesagt, du wartest auf das hier. Also du wartest die ganze Zeit auf diese Person. Wir könnten bei manchen hier über Seelengefährten reden, ja. Tatsächlich, Löwe, wenn ich diese zwei Karten einfach direkt jetzt so einfach so nackig jetzt deuten soll, also für mich zeigt wirklich ganz stark dieses Gefühl, du wartest schon sehr lang oder du wartest auf diese Person. Ich hole mir jetzt mehrere Karten, ja? Wahnsinn, Löwe, das gibt's nicht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es ist erstaunlich, was da alles rauskommt. Also, Löwe, du bist tatsächlich verliebt? Ja? Also, die andere Person weiß nicht, aber du bist verliebt. Und es ist Wahnsinn. Ich habe nämlich zweimal die Ratte Schicksals, einmal hier und einmal hier. Also zwei Ratte Schicksals ist zusammengekommen, eine nach den anderen. Zweite der Kelche wiederholt sich zweimal. Wahnsinn, ehrlich. Dann habe ich hier die Liebende noch in deine Zukunft, die Karte die Liebende. Und natürlich auch die Königin der Kelche zweimal. Wassersternzeichen und spricht für Fische. Ich habe die Höhepriesterin hier. Wir könnten hier über einen Fisch reden auch. Also es ist erstaunlich. Oder Krebs auch. Oder sonst, ja. Also, ich muss das unbedingt sagen. Unter dem Deck haben wir der zweite der Schwerter. Entschuldigung. Der Stäbe. Zweite der Schwerter. Habe ich ja hier. Ne? Habe ich zweimal übrigens. Und jetzt zweite der Stäbe. Es zeigt wieder diese Person, die viel nachdenkt, ja. Du bist natürlich für eine Entscheidung oder du denkst wirklich sehr viel nach über diese Situation, über diese Person. Die Gerechtigkeit ist da, spricht für Sternzeichen Waage. Es ist eine Situation, die viel mit Schicksal zu tun hat. Guck mal hier, und der dritte der Schwerter. Die Mäßigkeit nochmals. Habe ich auch zweimal. Die Mäßigkeit spricht für Schütze, muss ich sagen. Und spricht auch für eine Heilung, Löwe. Spricht für eine Heilung auf jeden Fall. Deine vorherige Kartenauslegung war auch so intensiv, ja, es war total intensiv, empfinde ich. Und wir haben auch sehr stark da über Karma gesprochen, ja. Und natürlich sieht man das auch hier, dass das so eine Sache ist, aber die Gerechtigkeit ist ja da für dich. Wir wissen, wie das ist, Löwe, am Ende. Ne? Also die Gerechtigkeit ist
für das Gute wie für das Böse da. Also ich meine jetzt, es kommt darauf an, was für Situationen das sind, ja. Tatsächlich ist die Gerechtigkeit da und bringt Ordnung und Klarheit in der Situation. Und und Wahnsinn. Und hier haben wir eine Situation, die viel mit Schicksal zu tun hat. Unter dem Deck haben wir einen König der Schwerter, spricht für Luftsternzeichen, Waage, Zwilling oder Wassermann. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Energie auch in deine Situation jetzt die anpassen kannst, ja? Aber auf jeden Fall sage ich dir jetzt eins, es hat eine Ähnlichkeit, dieser König der Schwerter, genau wie die Gerechtigkeit auch. Beide Karten, außerdem, wenn du die zusammen siehst, beide Karten sind so ähnlich. Also es ist eine Person, die da sitzt, richtig ernst, also so richtig mit dem Schwert da und sind sehr ähnlich, beide Karten. Und beide Karten haben wirklich viel mit Gerechtigkeit zu tun, mit der Wahrheit reden. Es ist viel Kommunikation hier. Und ist sehr mental, also hier sind wir gerade bei einer sehr mentalen Sache in der Beziehung, viel Kommunikation auf jeden Fall mit der Wahrheit, ja, aber und bei manchen können wir hier sich noch um diese diese Trennung sich noch handeln, also da ist vielleicht noch hier was dabei, ja. Die Kraft spricht für Löwe, Sternzeichen Löwe. Ja. Guck mal hier nochmals der siebte der Münzen. Diese Karte, die wartet. Auf ein Ergebnis, ja, auf ein Resultat. Aber irgendwie ergibt sich hier auch viel mehr Initiativ, ja, viel mehr Lust, dass sich die Sachen ändern. Okay, Löwe, schauen wir mal, wie die Karten sich zusammenbinden, ja? Mit unseren siebten der Münzen, wir dürfen nicht vergessen, wiederholt sich zweimal, ja, diese Karte. Und dieses Warten zeigt wirklich sehr stark eine Situation, die du sehr lang wartest. Begleitet, guck mal hier, mit einer Hohepriesterin und einer Königin der Stäbe, spricht für Schütze, Löwe oder Widder. Auf eine Person, die du schon sehr lang wartest, wo gar keine Kommunikation da war und möglicherweise hast du diese ersten zwei Wochen jetzt April damit zu tun? Wir haben ja gesagt, die Hohepriesterin spricht für Fische, ja? Eine spirituelle Person, viel Intuition, viel Weisheit und Erfahrung im Leben auch. Obwohl die Königin der Stäbe auch eine sehr intuitive Person ist, spricht für dich, Löwe, auch. Und aber die Hohepriesterin zeigt eine Situation, wo keine Kommunikation da ist. Klar, man wartet ja lang, also es war gar keine Kommunikation dementsprechend da, ne? Mhm.
wie gesagt, wir reden entweder von dieser Energie, dieser Königin der Stäbe, ja, außer du bist das und wartest auf diese Person mit dieser Energie. Denn hier haben wir zwei Energien. Ne? Also einen Feuer-Sternzeichen und ein Wasser-Sternzeichen. Du wartest auf jeden Fall auf Kommunikation. Das ist, was ich das Gefühl habe. Du hast sehr lange oder wartest immer sehr lange, bist sehr geduldig und wartest auf Kommunikation von dieser Person. Ja? Denn die Hohepriesterin ist oft eine Energie, die, ja, die viel zweigt, ja. Viel zweigt. Aha. Okay, Augenblick. Tatsächlich sind hier zwei Energien. Wow, Gefährte. Wahnsinn, sag ich dir. Ja. Das ist einfach wirklich erstaunlich. Auf jeden Fall, es ist, sieht man ja, also mit dieser Energie von Feuer, Sternzeichen, ob Löwe, Schütze oder Widder, sind Konflikte da. Sind Konflikte da. Und und diese Königin der Schwerter muss eine Entscheidung treffen. Also hier gibt sich eine Entscheidung, einen Schnitt, sehr wahrscheinlich. Und guck mal, wir haben der siebte der Münzen, der siebte der Kelche. Ui, jetzt ist die Löwin. Siebte der Münzen, siebte der Kelche, siebte der Münzen nochmals. Nummer 777. Und die Nummer 7 ist sehr stark in deinen Karten auslegen zu sehen. Ich würde sagen, du kannst wirklich auch mal im Google nachforschen, in der Spirituell, was diese Nummer für dich, was für eine Botschaft da ist. Es ist sehr interessant. Und oft kannst du dabei was für dich rausholen. Also es ist siebte der Kirche ist eine konfuse Karte, die ist konfus, ja, also die sind Optionen, also zeigt nach Optionen, Löwe, Optionen, die da sind und du denkst und wartest und du, es ist noch ein Zweifel da, also irgendwie, weil sehr wahrscheinlich diese Kommunikation ist ja nicht da, also es fehlt ja eine Kommunikation mit einer Person. Und diese Kommunikation ist ja nicht da. Du wartest und wartest und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Du solltest ja wahrscheinlich eine Entscheidung treffen, aber wie sollst du diese Entscheidung treffen, wenn du nicht die ganze Information hast? Ja? Du hast ja nicht die ganze Information. Und bis du das nicht hast, hast du eigentlich keine so richtige Ruhe. Und denn du würdest schon gerne eine Entscheidung hier treffen. Denn wie gesagt, sind viele Optionen für dich da. Aber mit diesem Feuer-Sternzeichen gibt's auch, zeigt sich Konflikten. Was sehr wahrscheinlich auch mit dem Materiellen zu tun hat, in manchen Fällen. Kann schon möglich sein, ja. Es kann sogar möglich sein bei manchen Löwe, dass diese Feuersternzeichen auch etwas mit dieser Trennung zu tun hat, was ich dir vorher gesagt habe, ja.
diese Trennung, diese. Denn ich habe das Gefühl, wir haben zwei verschiedene Energien hier. Das zeigt nämlich auch der zweite der Kelche und auch die Liebende. Und auch natürlich zweite der Stäbe, zweite der Schwerter. Also sind viele, es ist sehr deutlich hier, das Gefühl, sind zwei Energien. Sehr verschieden. Sehr verschieden. Eine hat mit einem. Eine Langzeitbeziehung bei manchen, sehr wahrscheinlich. Eine Situation, die wieder zurückkommt oder wie auch immer, wegen irgendeinem Grund, wo auch Konflikte gibt und wo du eine Entscheidung treffen musst. Aber die Königin der Schwerter ist sehr direkt und mental. Und sie weiß genau, also sie zögert da nicht. Interessant, wie gesagt, wir haben zweimal der siebte der Münzen in die gleiche Stelle. Zusammen mit der siebten der Kelche, zeigt so stark zu dieses Langzeitwarten, ja. Mit viel Geduld, Löwe, ja. Du wartest sehr lang. Aber es gibt, kommt keine Kommunikation. Und du möchtest natürlich gerne eine Entscheidung treffen. Mit unseren zweiten der Kelche begleitet jetzt der zehnte der Schwerter und einen Herrscher. Der Herrscher spricht für Sternzeichen Widder. Der Herrscher könnte bei manchen sogar sich um einen Chef handeln. Ein Chef, eine Chefin, also eine ermächtigte Person, jemand wichtig in deinem Leben. Vielleicht sogar deinen Ehemann, Ehefrau. Oder die bis jetzt war. Also ich glaube, es gibt schon eine Trennung hier. Ganz deutlich. Wir haben nämlich die Zehnte der Schwerter, ne? Also, was natürlich sehr wahrscheinlich mit dieser Person hier zu tun hat. Eine große Enttäuschung. Und sehr möglicherweise bei manchen, Löwe, bei manchen hat sich auch um eine Person gehandelt, wo du dachtest, es wäre die Person für dein Leben jetzt. Also die Enttäuschung ist wirklich sehr groß gewesen, weil für dich das war die Person deines Lebens. Also du hättest da jetzt für immer und ewig mit dieser Person wäre es geblieben. Aber wie das immer auch so ist, ne? Guck mal. Eine Karte für den Herrscher kommt der dritte der Schwerter. Spricht für Treubruch. Allein sein. Also keine gute Energie hier. Keine gute Energie hier, Löwe, mit dieser Person, mit diesem Herrscher. Keine gute Energie. Gar nicht. Sehr wahrscheinlich ist eine gute Person, ne? Sage ich ja nichts. Also hier reden wir nie, weder schlecht noch gut von niemand. Hier sind Energien, die passen oder nicht zusammenpassen. Aber was mit dieser Energie zu tun hat, ist überhaupt nicht positiv mit deiner Energie. Egal, ob das jetzt Seelengefährten sind oder nicht. Unabhängig davon, du weißt, wie das ist, nur weil diese Personen jetzt Seelengefährten sind oder nicht, das heißt nicht, wie es ist wunderschön und idyllisch alles. Nein, ist es nicht. Und oft wird in dieses Leben nichts werden. Denn oft haben diese Personen noch mehrere Erfahrungen zu machen, damit
man zusammenkommt. Und ja, also die bringen uns auch oft einen Lehrer in unserem Leben, ja. Und dafür müssen wir immer dankbar sein am Ende, ja. Weil nur über diese Energien, über diese Personen lernen wir ja weiter und etwas, genau wie die von uns. Also wir sind hier und lernen von den anderen. Ja, also das ist wirklich wie eine Schule. Also, und wenn wir bewusster da sind und leben, dann desto einfacher wird für uns die Situation und nicht so dramatisch, ja. Also wir müssen das genauso uns so, ja. Die Sache ist, Löwe, diesen Herrscher, unabhängig von seinen Sternzeichen, es kann sogar auch wieder ein Löwe wie du sein, ein Widder oder ein Schütze. Ist keine positive Energie. Hier reden wir von natürlich viel Leidenschaft. Das macht die Sache immer schwieriger, ne? Diese Trennung, weil man empfindet so viel für den anderen. Denn die sind ja Seelengefährten. Die werden immer wieder zusammengebracht. Von da aus ist die Anziehung so groß, dass es ist schwierig, die Trennung. Aber ist notwendig. Es ist schwierig, aber notwendig, weil mit so einer Energie wirst du nur immer wieder in ein Chaos sein. Und je bewusster du dir da bist, so denke ich zumindest. Natürlich kann sich doch irgendwie eine Person ändern oder transformieren. Kann möglich sein. Ich habe den Fall noch nicht gesehen, ja. Zumindest nicht in diesem Leben. Das ist, was ich meine. Also normalerweise solche Sachen, solche Energien benötigen wirklich eine viel mehr Erfahrung, damit man dann doch zusammenkommen kann und im Frieden leben kann. Weil sonst sind diese Personen, diese Energien auf der Suche ständig. Die sind einfach auf der Suche nach etwas. Die wissen selber nicht nach was. Also das ist sehr schwierig, kompliziert zu erklären. Deswegen sage ich immer, also hier, es gibt kein Gute und kein Böse. Also ich bin nicht die besser als die anderen oder die anderen besser als ich. Also es gibt halt Energien, die entweder passen oder passen nicht. Und es gibt nicht eine, der schlecht ist und der andere, der gut ist. Also dann stell dir mal vor, dann würden wir immer die Beste sein, ja, oder die Gute sein. Weil, und man muss schon ein bisschen selbstkritisch sein, ja. Also da bin ich die Erste dafür, die ich erkenne, was für Fehler und ich weiß welche. Und ich bin bewusst da und das ist sehr wichtig, ja. Man darf sich nichts vormachen. Also man muss, weil dann wichtig ist natürlich, dass man selbst immer treu bleibt, ja. Und in alle Sinnen, ja. Also hier reden wir von einer Person, natürlich von einer Person, die jemand anderen hat. Vielleicht reden wir sogar hier von einer Person, die auch schon eine Familie hatte oder hat. Die immer kommt und geht. Eine Person, die immer gekommen und gegangen ist. Klar, weil er hatte eine andere Familie oder sie hatte eine andere Familie. Und kann bei manchen sogar auf jemand von der Arbeit sein. Eine komplizierte Situation, Löwe. Sehr kompliziert. Aber bitte, ich meine, mit Tarot wichtig ist, dass du dir, wie sagt man, eine Unterstützung nimmst in der Beziehung. Es soll für dich als Unterstützung und Anleitung gelten. Ja, und nicht als irgendwie irgendeine Provokation sehen, ja, weil das ist nicht der Sinn der Sache. Eigentlich hier mein Ziel ist gerne mit dir zusammen die Energien lesen, denn ich weiß, du bist ja da, ich bin ja nicht alleine. Und das ist wirklich eine komplizierte Sache hier. Ja, das weißt du.
du musst mutig sein und gegen solche Sachen kämpfen, weil du hast ja nichts davon. Und du kannst einfach dir nicht irgendeine Person nehmen, die in dem Moment dir gibt, was du brauchst, wenn nur damit du auch nicht allein bist. Ja? Lieber geduldig warten und der Richtige kommt. Aber nicht einfach irgendeine Energie, eine Person nehmen, damit du auch nicht allein bist. Weil das lässt dich immer mehr leer und leer. Und mehr allein. Also du fühlst dich noch doppelt. Du fühlst dich sogar mehr allein, wenn du das machst, anstatt du wartest und bist alleine und wartest auf die richtige wird schon kommen. Also warten ohne zu warten, natürlich. Also weil sonst... Wie gesagt, vielleicht sogar ein Chef, eine Chefin, die auch eine andere Familie hatte und ab und zu mal sich mit dir getroffen hat. Oder sonst reden wir hier wirklich über deinen Ehemann, Ehefrau, die dich trotzdem auch allein gelassen hat. Ich meine, muss auch nicht unbedingt jemand von draußen sein, sogar manchmal unseren eigenen Familie. Also lassen uns mehr alleine als ja, also es ist halt schade, aber es ist halt so und du hast es wirklich alles, du hast es dir sehr viel Mühe schon gemacht mit dieser Situation, du hast dich schon sehr viel Mühe gemacht, aber es bringt nichts. In deiner Unbewusstheit, Löwe, haben wir eine hübsche Person, eine sehr stabile Energie, ledig, also ist, man sagt normalerweise von den Neunten der Münzen, ist eine Person, die niemand hat, die finanziell wie auch äußerlich, eine Person, die vollkommen ist, ja. Sehr viel Stabilität in dieser Karte. Das ist jetzt gerade in deiner Unbewusstheit, begleitet mit einem Zweiten der Schwerter und Siebten der Stäbe, Nummer 7 nochmals. Wir haben alle 7s hier. Siebte der Stäbe, Schwerter, Münzen und Kelche. Also wir haben alle Nummer 7s hier. Ich weiß nicht, ob diese Nummer für dich wichtig ist, aber auf jeden Fall denke ich schon, musst du schauen. Nummer 7. Und schau mal in Google rein. 7777 in der Spirituell. Ist eine Person, die auf der Defensive ist. Eine Person, die sich schützt und nicht locker lässt. Entweder hat sie, diese Person, dich blockiert, sogar vielleicht aufs Handy, Nummer oder WhatsApp oder wie auch immer. Also vielleicht hat dich... oder sie lässt wirklich nicht dran. Also eine Person, die einfach an sich nicht dran lässt. Entweder bist du das, Löwe, die an sich niemand dran gehen lässt, oder sonst reden wir hier von einer Person, von deinem Interesse, die sich quer stellt und nicht durchlässt. Also sie ist sehr da vorsichtig. Wahnsinn, gibt's nicht. Wir reden hier über die Königin der Kelche. Und wir reden wirklich über eine Königin der Kelche. Was auch ein König sein kann. Wir reden von einer Energie von Wasser, Sternzeichen. Krebs, Fische oder Skorpion. Und ich bin mir überzeugt. Natürlich könnte es sich hier auch um einen Aszendent handeln. Also entweder Sternzeichen oder Aszendent. Aber ich bin mir sicher, dass diese Energie mit dir, mit deiner Situation zu tun hat. Eine Person, die wirklich ledig ist. Eine Person, die für dich, die du einfach ja, wunderschön siehst. Eine Person, die vollkommen unabhängig ist. Eine Person, die vielleicht niemanden braucht. Die alleine sich zurechtkommt, ja.
Und sie stellt sich wirklich quer, sie lässt einfach nicht ran. Wahnsinn. Wow, qué fuerte. As der Kelche. Wahnsinn, Löwe. Du bist verliebt. Habe ich dir am Anfang gesagt und so ist es auch. Ich glaube, du bist verliebt. Ja, also 9. der Münzen und jetzt die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen ist fast die, eine kleine Herrscherin, sagt man auch. Also du möchtest schon eine Stabilität mit dieser Person, du möchtest einen Anfang. Du bist in diese Person verliebt. Aber sie stellt sich irgendwie quer, sie leistet nicht dran. Auf irgendeinen Grund, Gott weiß, was hier alles schon mal war. Löwe, diese Königin der Kirche sehe ich in deinen Karten auslegen, gerade jetzt gleich, dreimal. Dreimal. Einmal in diese Unbewusstheit, einmal in dein Bewusstsein, zeige ich es dir gleich, und einmal in deine Vergangenheit. Und diese Person ist diese Hohepriesterin auch, diese, was wir gerade als Thema hatten jetzt. Diese Person, intuitive Person, spirituelle Person. Vielleicht denkst du sogar, Löwe, dass diese Person auch mehrere Optionen hat. Klar, das denkst du ja. Das ist es. Du denkst auf jeden Fall, dass diese Person mehrere Optionen hat. Was vielleicht auch möglich sein kann, weil aber das vorerst zeigen die Karten nicht. Vorerst zeigen die Karten das nicht. Also die Karten zeigen nicht, dass diese Person jetzt doch dich Schmerzen bereitet hat. Ja? Also ich sehe das nicht eigentlich. Ich sehe nicht, dass das so ist. Ich sehe, was du für sie, für ihn empfindest und was du möchtest und wie sich diese Person hinstellt. Also eine Blockade, sie lässt einfach nicht dran. Sie lässt es nicht dran, sie will nicht. Ich glaube, sie kann vielleicht sogar sich mehr um ihre finanzielle Situation kümmern. Für sie ist momentan oder für ihn wichtig seine Arbeit, seine finanzielle, sein Projekt. Also vielleicht ist sie auch unabhängig gerade. Also sie macht ein Projekt, etwas auf und sie kümmert sich sehr um ihre Sachen. Sie interessiert sich für nichts anderes. Könnte möglich sein, ne, bei manchen. Aber dass sie tatsächlich einen Wand zwischen euch zwei hat, das sieht man deutlich, sehr deutlich. Das hatten wir jetzt in deiner Unbewusstheit. Ja? Aber guck mal hier, was wir in deinem Bewusstsein haben. Die Königin, die Hauptkarte ist die Königin der Kelche. Wasserelement. Begleitet mit der 8. der Stäbe und der 3. der Münzen. Tatsächlich, sie arbeitet auch und sie arbeitet viel. Sie ist sehr leidenschaftlich in dem, was sie gerade macht. Diese Person meine ich jetzt, ja, deswegen sage ich sie, weil es kann natürlich ein Herr auch sein. Aber diese Person ist sehr beschäftigt, arbeitet viel in dem, was sie gerade, in diesem Projekt, was sie gerade hat, ja. Das ist der Grund, warum sie sich auch so quer stellt. Und weil vielleicht auch, wie gesagt, Löwe, alle von uns haben eine Vergangenheit. Und
Und es kommen Momente im Leben, wo man vielleicht denkt, jetzt kümmere ich mich mehr um eine Sache, die mich interessiert und lasse vielleicht die Liebe zur Seite. Gott weiß. Gott weiß. Aber guck mal, Löwe, hier zeigt sich viel nach Kommunikation. Also die achte der Stäbe zeigt wirklich eine schnelle Kommunikation, zusammen mit der dritte der Münzen noch mehr. Also es zeigt sich hier Kommunikation. Sehr stark. Entweder von deiner Seite oder von der Seite dieser Person. Aber hier deutet auf diese Kommunikation Nummer 8 und Nummer 8. Achte der Stäbe, achte der Schwerter. Diese achte der Schwerter wiederholt sich zweimal. Tatsächlich, diese Kommunikation lässt dich möglicherweise ohne Worte. Also ich meine jetzt, du kannst dich trotzdem nicht so äußern, wie du möchtest. Und warum? Weil du sehr viel Anziehung, viel Leidenschaft für diese Person hast. Du traust dich vielleicht nicht zu sagen, was du möchtest. Es blockiert dich, diese Kommunikation, du weißt gar nicht, wie du... Der Stern spricht für Wassermann auch, eine Karte, die viel, nicht nur Anziehungskraft zeigt, sondern auch eine Situation, die geführt wird, von oben, von eine stärkere Kraft. Ja, über das Universum, also ich spreche natürlich für Wünsche, ne? Wünsche, Hoffnung. Diese Hoffnung, die du immer noch trotzdem hast. Denn natürlich würdest du gerne mit dieser Person einen Kompromiss, was Ernstes anfangen. Löwe. Man möchte schon was zusammen aufbauen, ja. Aber diese achte der Schwerter, ja. Guck mal, der König der Stäbe, das kann du sein. Also diese achte der Schwerter und kommt jetzt der König der Stäbe. Das bist du natürlich, du bist blockiert in dem Fall. Boah, Gefurte. Nochmals die Karte der achte der Stäbe. Ne? Und sechste der Stäbe. Löwe, also es zeigt sich hier sehr positiv, muss ich dir sagen. Egal, sei wie es sei, die Karten reden für einen neuen Anfang auch. Erfolg, eine Führung, also es wird geführt. Und viel Bewegung, viel Leidenschaft, viel Kommunikation. Viel sexuelles Leidenschaft auch, muss ich dir sagen. Anziehungskraft auf jeden Fall. Aber klar... Es fällt dir mit den Worten schwer, in irgendeiner Art und Weise. Es fällt dir diese Kommunikation oder Reden schwer.
Ja, es wird aber sich ergeben, ja, es ergibt sich aber. Wow, stark, sage ich dir. Guck mal, Löwe, in deiner nähe Vergangenheit haben wir die Karte der Mond. Spricht für Krebs, ja? Krebs oder Fische auch. Spricht für, das haben wir in deiner nähe Vergangenheit, ja. Begleitet, guck mal hier, es gibt es wirklich nicht, ich sage es dir. Begleitet mit einer Königin der Kelche und der König der Stäbe. Okay, hier haben wir jetzt erstmal Zweifel zwischen zwei Energien. Eine könnte, wie gesagt, ein Feuersternzeichen sein oder ein Wasser, wie wir jetzt die ganze Zeit haben, Sternzeichen. Hier sind vielleicht zwei Energien in deinem Leben, deswegen so oft diese Nummer zwei für Entscheidung. Hier zeigt sich das schon in deiner nähe Vergangenheit, was dich natürlich zweifeln gibt. Du wusstest nicht, was du machen kannst, welche Energie oder wie auch immer. Die andere Sache sein kann, wenn das jetzt in deiner Nähe Vergangenheit gar nicht so war, dass du sagst, nein, eigentlich war ich nicht zwischen zwei Energien. Dann reden wir hier, dass ihr zwei schon irgendwann in deiner Vergangenheit so richtig romantische Gefühle oder romantische Situationen gehabt habt. Ja? Also der König der Stäbe kann natürlich für dich reden. Und die Königin der Kelche für die andere Person. Ist interessant sogar, also wirklich sehr, sehr interessant. Und hier können wir schon darüber reden, dass du erinnerst dich, du hast schöne Erinnerungen von deiner nähe Vergangenheit, was für Momenten du mit dieser Person erlebt hast. Ja, es waren wirklich, es gab sehr viele romantische Momente, viele schöne Momente und du hast gute Erinnerungen, du denkst daran. Mhm. Total schön, wirklich. Mhm. Ja. Aber diese Person ist gegangen. Obwohl du wirklich mit dieser Person was anfangen wolltest. Es kann sogar möglich sein, dass eine von beiden älter ist als die andere Person, ja. Ist nicht wichtig, aber ich sage es halt nur so. Weil es zeigt sich auch, ich habe schon zweimal Puppe gesehen, es kann möglich sein, dass man eine von beiden jetzt etwas älterer ist als die andere Person. Und du hättest schon gerne was angefangen mit dieser Person. Aber diese Person ist gegangen. Obwohl, Löwe, ich weiß nicht, ob du da auch ein bisschen mehr auf das Finanzielle gedacht hast, um diese andere Person mehr an die Gefühle gedacht hat. Jeder für sich passt es sich an, ja. Wir wissen, Wasserelement sind halt nur Gefühle, ja. Also deswegen zeigt sich wieder hier für diese Königin der Kelche, wieder Kelche, Achte der Kelche. Also diese Person auf jeden Fall ist gegangen. Sie hatte auch alles da gehabt, sehr wahrscheinlich. Sie hätte da, aber trotzdem, es war etwas da, was ihr nicht zugesagt, was nicht gefallen hat. Und deswegen ist sie gegangen. Du hättest, wie gesagt, doch schon was angefangen mit dieser Person, aber ich empfinde hier bei dir, hat das ein bisschen mehr mit Anziehungskraft natürlich, aber auch mit das Finanzielle zu tun, vielleicht. Guck mal, was wir in deine nähe Zukunft haben, ist die Karte die Liebende, ist ein großer Arkana, spricht auch für Zwilling, unabhängig davon. Weil jedes Mal, wenn diese Karte erscheint, muss nicht unbedingt mit einem Zwilling zu tun haben. Ne? Das ist logisch. Aber
auf jeden Fall spricht für die Karte die Liebende. Eine sehr passionelle Karte. Und nochmals haben wir hier, Löwe, zwei Personen. Ist begleitet mit der Sechste der Münzen und die Karte die Welt. Total interessant. Also einerseits hätten wir hier auch eine Situation, wo eine Person auch kommt, eine Person, die mit dir alles teilen möchte. Wir reden hier von einem Zyklus, den du zumachst, bei manchen. Ein Teil deines Lebens, wo du schließt und wieder was Neues anfängst. Wir reden aber auch hier von einer Person, wo dieses Anziehung sich sehr stark zeigt, muss ich halt sagen, die mit dir viele Unterschiede hat. Also es kann sein, dass hier sich viele Faktoren gibt, die euch unterscheidet. Sei es wegen Altersunterschied, wegen kulturelles, also Sprache sogar, vielleicht eine andere Sprache, kulturell, also die Welt ist eine internationale Karte, was auch natürlich mit Internet zu tun hat, mit Kommunikation, mit Reise auch. Spricht auch von einer Person, die nicht vielleicht bei manchen in die gleiche Stadt wohnt. Oder wie gesagt, beschreibt einfach nur eine Person, die nicht kulturell mit dir die gleiche Erziehung hat. Deswegen der Unterschied ist so groß zwischen dir und dieser Person, dass das auch bei manchen vielleicht eine Schwierigkeit da ist, muss aber nicht sein. Aber hier, jemand möchte alles teilen jetzt, möchte wirklich alles teilen. Das zeigt sich in deiner nähe Zukunft. Ja? Viel Liebe, viel Passion hier und Löwe, wir könnten sogar hier in deine nähe Vergangenheit reden von jemand, die schon mal gegangen ist und wieder zurückkommt. Die Welt zeigt auch diesen Zyklus, bei manchen einen Schluss, aber bei manchen eine Situation, die sich wiederholt. Ist interessant, weil ich habe dir ja vorher gesagt, der Rat des Schicksals kam ja zweimal zusammen. Zeigt eine Situation oft auch, die sich wiederholt. Eine Person, die nochmals kommt. Wo du natürlich Entscheidungen treffen musst. Diese Person möchte natürlich jetzt alles mit dir teilen. Ja, Wahnsinn. Weißt du, wie oft ich der Achte der Schwerter bei dir schon habe? Dreimal. Nummer 8 der Kelche, 8 der Schwerter. Und der 6. der Kelche. Das wird dich natürlich in eine empfindliche Situation bringen. Auf jeden Fall reden wir hier in deine nähe Zukunft, in deine nähe Zukunft, Löwe, von einer Person, die du kennst. Ist nicht eine neue Person in dem Fall hier jetzt. Ist eine Person, die du kennst. Eine Person, die vielleicht sogar Kinder hat, du Kinder hast. Ein Altersunterschied da ist und du musst eine Entscheidung treffen. Und die Herrscherin.
Stell dir mal vor, Löwe, vielleicht reden wir sogar wirklich von der Mutter oder der Vater deiner Kinder. Bei manche, ja? Wie, ich habe hier die Herrscherin. Ist auch eine Mutter. Ein Vater. Jemand von der Vergangenheit, den du kennst. Und sehr wahrscheinlich nochmals zurückkommt. Aber das lässt dich erstmal ohne Worte. Löwe, momentan haben wir eine Situation. Ich glaube, das hat mit einer so kosmische Situation. Die Exes kommen alle zurück. Irgendwie. Weil es ist nicht nur jetzt bei dir. Ich habe das Gefühl, das wiederhole ich auch in anderen Kartenlesungen, dieses wieder zurückkommen. Aber das hat mit unserer kosmischen momentan Situation, ja, astrologisch jetzt gesehen, da bin ich nicht unbedingt zu sehr gut, muss ich sagen. Muss ich mich ein bisschen mehr da auch selber erforschen. Aber doch, diese Ex kommen, möchte nochmals es versuchen. Eine empfindliche Sache. Denn da müssen wir wirklich sehr wach sein, sehr bewusst sein in dem Moment. Denn bringt das doch am Ende etwas? Denn diese achte der Schwerter ist dreimal bei dir. Und das hier, okay, man sagt, ist viel mental, viele Gedanken und oft negative, hat nicht mit der Realität zu tun und so weiter und so fort, ja. Aber am Ende, das ist auch unsere Intuition. Weil sonst, denk mal, warum stellen wir uns in so einen Zustand? Es ist nicht umsonst, oder? Das ist halt ein Gedanke, den ich mir selber mache, ja? Also für mich persönlich, wenn diese Karte kommt. Warum stelle ich mich in so einen Zustand? Denn, und sonst ist das nicht. Irgendeinen Grund ist da hinten, steckt da hinten. Diesen Grund musst du für dich, weil die Situationen sind alle verschieden, diesen Grund musst du für dich rausfinden. Und Löwe, du als eine Person, die sehr viel Intuition auch hat, interessanterweise. Also Löwe sind auch Menschen, die viel Intuition haben. Du musst dich von deiner Intuition führen lassen. Denn diesen Zustand hier ist nicht umsonst. Ja? Und wir müssen alle schauen. Nicht nur jetzt du, Löwe, sondern generell alle. Also bringt uns das wirklich etwas? Dieses Rückkehr, also egal ob Kinder da sind oder nicht, ich meine, da müssen wir aufpassen, weil es sonst, ja, also es geht um unseren Leben direkt, um dein Leben. Und ich empfinde es sehr interessant, einfach nur, es ist halt, das empfinde ich halt so. Und wir wissen ja, diesen Tarot, Löwe ist mehr zum Nachdenken, bringt dich zum Nachdenken über dein Leben, ja. Und das ist das Wichtigste, ja. Und hilft für diese Anleitung und Unterstützung. Am Ende natürlich, ich befürchte, die Entscheidungen treffen wir ja selber. Aber doch, dieses Nachdenken über unser Leben, unsere Situation, es bringt schon viel. Es bringt schon sehr viel. Denn, ja, gibt dir auch Sicherheit. Ja. Was wir als deine Einstellung zum Thema haben, ist ein Vierte der Kelche. Vierte der Kelche spricht natürlich für mich für die Intuition. Also hier ist eine Situation, entweder du oder die andere Person nicht möchte, also nicht möchte.
Guck mal, begleitet mit einer Königin der Münzen und ein Sechster der Schwerter. Da deutlich, deutlich, jemand geht. Jemand verlässt, weil nicht mehr möchte. Mit Schmerzen aber. Das ist eine Sache, die einfach ist. Einfach ist hier nichts. Also, und man hat auch nicht gesagt, dass es einfach wäre. Ja? Also alle Proben, die wir hier im Leben machen müssen, es sind meistens nie einfach. Aber mutig. Und das wird immer belohnt. Wir reden hier von einer Königin der Münzen. Es kann Stier, Steinbock oder Jungfrau sein, als eine kleine Herrscherin. Wir könnten hier sogar von dieser Person, sogar, keine Ahnung, also richtig, aber von dieser Person, von deiner näheren Zukunft, was wir gesprochen haben, auf jeden Fall von einer Langzeitbeziehung. Eine Person, die in deinem Leben schon mit dir, weil die Königin der Münzen, unabhängig jetzt von diesen Sternzeichen, weil es muss nicht unbedingt jetzt was zu sagen. Also die Königin der Münzen zeigt immer oft diese Langzeitbeziehung. Ja? Aber tatsächlich zeigt sich hier, jemand möchte nicht mehr. Also die Situation hat sich wirklich am Ende erledigt. Also hier, jemand verlässt diese Situation und geht. Mit Schmerzen, aber man geht. Ja. Tatsächlich, ja. Der fünfte der Münzen zeigt sich nochmals, ja. Für dieses Gefühl von sich allein fühlen oder Traurigkeit oder wie gesagt ein Verlust hier. Ja, diese Person, wo wir auch vorher gesprochen haben, die kommt und geht. Also es gibt ein Gefühl, wo man nicht möchte, nicht mehr möchte. Ja, und der Teufel, Warnung. Also der Teufel zeigt immer nach einer Warnung. Egal in welcher Situation. Hier ist eine Warnung. Achtung, ja. Also von da aus ist die Sache deutlich. Denn, was du von außen anziehst, ist einfach einen neuen Anfang. Hier haben wir der Ass der Stäbe. Ja. Spricht für viel Lust, viel Leidenschaft, egal in welche Beziehung, ob das jetzt mit deinen Projekten, mit deiner Arbeit, mit deinen Sachen. Es ist eine schöne Karte, die für was Neues spricht. Aber guck mal hier, Löwe, begleitet, stell dir mal vor, begleitet nochmals mit einem zweiten der Kelche und die Hohepriesterin. Wir reden von Sternzeichen Fische. Nochmals. Seelengefährten. Eine Situation, die geführt wird. Eine Person, die mit dir viel gemeinsam hat. Sehr wahrscheinlich wenig Kommunikation da, weil wir wissen, die Hohepriesterin ist sehr weiß, er hat viel Weisheit, das ist wahr, und viel Erfahrung im Leben und viel spirituell, aber zweigt oft. Also sie spricht nicht viel und es zeigt nach No-Kommunikation hier, aber es ist eine Sache, eine besondere Sache hier. Löwe. Eine besondere Sache hier, Wahnsinn. Guck mal, die Hohepriesterin mit der Hierophant. Das ist nicht normal, ich sage es dir. Das ist nicht normal. Wir haben hier das perfekte Paar. Beide spirituell, beide intuitiv. Mit der zweiten der Kelche.
Also, der Hierophant spricht natürlich für Stier. Und unabhängig, ich muss unbedingt sagen, ja, unabhängig von Sternzeichen ist sehr wichtig. Diese Sache hier spürst du. Das musst du spüren. Das musst du erkennen und wissen. Ja. Nicht, dass jetzt morgen ein Stier kommt in dein Leben und sagt, das ist der, das ist mein Schellengefährten, möchte anfangen und so weiter. Das, Achtung, ja, also so läuft es nicht, ja. Also nur weil, ja, die Phönix hat gesagt, der Stier kommt jetzt und das ist, nee, so läuft es nicht. Also diese Sache, unabhängig von den Sternzeichen, musst du wissen, musst du spüren. Das ist deine Intuition, die redet. Nicht Phoenix, Phoenix, ja, ne. Also das ist deine Intuition, die redet. Und das musst du fühlen. Das fühlt man einfach. Das ist der, das ist die Person. Ja. Hier ist was, hier ist jemand, der möchte mit dir alles teilen. Hier reden wir natürlich über Seelengefährten, natürlich über Anziehungskraft. Und Liebe. Also es ist da alles. Es ist alles, was man braucht. Klar, jetzt, wer ist das, bitteschön? Weil den möchte ich auch kennenlernen. Nee, also wenn ich so Sachen bekomme, denke ich immer, Manometer gibt es nicht, oder? Also, es hat sich aber vorher gezeigt, mit diesem Wasserelement gezeigt, ja, in dein Bewusstsein. Es hat sich auch dort gezeigt. Da hatten wir auch einen Ass der Münzen. Da musst du dir das Video nochmals anschauen, weil sonst, wenn ich das wieder darüber dein Bewusstsein reden muss, dauert zu lang. Wünsche, der Zehnte der Münzen. Spricht wieder für Familie, spricht wieder für alles. Finanzielles wie Stabilität, Liebe, Familie. Der Zehnte der Münzen hat alles eigentlich in sich. Ist sehr, sehr, eine sehr stabile Energie, vollkommen, ja. Guck mal hier. Ein Puppe der Kelche und Ratte Schicksals ist eine Sache auf jeden Fall, die mit dem Schicksal zu tun hat. Das sage ich dir, weil Ratte Schicksals ist da und auch, aber in dein Ergebnis wiederholt sich zweimal. Und hier haben wir natürlich eine Sache jetzt, Löwe, die mit Schicksal zu tun hat. Es kommt eine Energie mit einer Liebebotschaft. Also es ergibt sich hier Kommunikation. Schnell. Und wir könnten hier reden von jemandem, der wirklich einen Altersunterschied mit dir hat. Natürlich sind Kinder da, ja. Also sind Kinder hier und in der Familie. Also sag mal, so sind viele Kinder da. Von deiner Seite, von der anderen Seite. Ja. Vielleicht bei manchen könnte man so ein Fußballgemeinschaft machen, ja. Guck mal hier, die Sterne. Zweimal. Sprichst für Wassermann auch, ja. Guck mal hier. Also ist eine Situation, Löwe, die schnell kommen wird, ist wirklich von einer stärkeren Kraft geführt. Also wir reden hier, dass eine Situation nicht von Engeln oder vom Universum geführt wird. Hat mit Schicksal zu tun und es ist wirklich sehr Erfolg, hat viel Erfolg, diese Situation. Haben wir ja vorher gesehen. Und das ist wunderschön, Löwe. Das ist einfach wunderschön. Wir könnten natürlich, wie ich dir vorher gesagt habe, eine Energie, die nochmals kommt, ja. Sehr interessant, ja.
Weil das haben wir nämlich in deiner Nähe Zukunft auch, diese Energie, die wieder zurückkommt und möchte mit dir wieder alles teilen. Deswegen habe ich dir ja gesagt, Löwe, du wirst es nicht einfach haben. Du hast zwei Energien, möglicherweise, wo du entscheiden musst. Das sieht man bei manchen. Dass du normal deine Ideen klar sein sollten, ich empfinde schon, weil du musst dich für deine Gefühle, lass dich von deinen Gefühlen, von deiner Intuition fühlen. Du musst dich, sehr wichtig, Löwe, von deiner Intuition fühlen lassen. Wahnsinn, ja. Ja, es ergibt sich schon Kommunikation, das ist wahr. Ja, aber hier reden wir sogar von jemandem, die dich von weit beobachtet, die dich schon über Internet oder Fotos anschaut oder also dich schon beobachtet in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, man merkt, sind Kinder, Altersunterschied. Aber ist jemand, die du kennst, ist nicht jemand in dem Fall jetzt hier. Also wir reden von jemand, die du kennst, ja. Natürlich. Erstaunlich. Löwe, ich bin mit deinen Karten auslegen. Ich muss aber ehrlich sein, momentan sind bei vielen sowas für intensiv, ja, und es ist wirklich bei dir nicht anders. Guck mal hier in dein Ergebnis, wir haben ja DNA. DNA ist ja Nummer 0. Es ist ein ganz neuer Anfang. Du lässt los, du lässt Kontrolle los. Du fühlst dich einfach frei und fließt mit denen, was in deinem Leben gerade passiert. Aber das ist eine so positive Karte. In dem Fall, man spricht für natürlich einen neuen Anfang. Oder einfach sich, wie gesagt, ja. Es kommt darauf an, der Narr kann manchmal wirklich ein bisschen zu sehr nah sein, ja. Aber im Prinzip ist Nummer 0, ja. Guck mal hier, Wahnsinn. Ist nochmals, habe ich dir ja vorher gezeigt, der Rat des Schicksals. Eine Situation, die viel mit natürlich Schicksal natürlich zu tun hat. Aber, Löwe, aber, es zeigt auch sehr stark auf eine Person, die zurückkommt. Sehr stark. Feuer, Sternzeichen. Löwe, Schütze oder Widder? Eine schwierige Situation, ne? Eine schwierige Situation, weil der Narr manchmal, wie ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist ein bisschen zu sehr nah in der Beziehung. Möchte nicht unbedingt viel Verantwortung jetzt, also möchte sich frei fühlen. Eine Person, die keine Bindung möchte. Ja? Ist eine Person, die keine Bindung möchte, die frei, sich frei fühlen möchte. Das ist die Sache, ne? Ob wir jetzt hier von einem Feuersternzeichen reden? Ja? Guck mal, jetzt kam auch wieder der König der Kelche, Wasser, Sternzeichen, der vierte der Kelche. Also, eine von beiden möchte diese Beziehung nicht, noch nicht annehmen oder
Ja, wir haben nämlich die Mäßigkeit da, spricht für Sternzeichen Schütze auch, was auch uns auf Geduld ruft. Also wir müssen wirklich geduldig in dieser Situation sein, denn es wird sich in die richtige Zeit ergeben. Also das bedürftigt sehr wahrscheinlich ein bisschen Zeit, weil es gibt eine Situation hier, die noch nicht vorbereitet ist. Eine Person, die vielleicht noch Zeit braucht, nicht vorbereitet ist, wegen irgendeinem Grund in seinem Leben. Ne? Wow, Gefährte. Löwe, wirklich, in Wirklichkeit, bei manchen von euch reden wir von einer Person, die nicht in deiner gleichen Stadt wohnt oder in deinem gleichen Land. Eine Person, wie ich dir auch vorher gesagt habe, die mit dir viele Unterschiede hat. Altersunterschied, Sprache, Kultur, Erziehung, Religion sogar. Also, aber das endet deine Leidenschaft für diese Person nicht. Spricht für Reise, sehr stark. Reise werden hier sehr stark gezeigt. Wir haben hier zwei Energien, aber das wiederhole ich dich die ganze Zeit, sogar von Anfang an schon, ja? Also wir sehen sehr deutlich hier zwei Personen. Ein Feuersternzeichen und ein Wassersternzeichen. Diese Feuersternzeichen zeigt sich mehr, die auch zurückkommen möchte. Aber du bist dir da nicht sicher. Da bekommst du eine gewisse Blockade. Und wir haben ja gesagt, das hat mit deiner Intuition zu tun. Warum fühlst du dich so? Und das ist was du dich fragen musst. Warum fühle ich das? Damit du auch deine Antwort bekommst, weil das hat viel mit deiner Intuition zu tun. Aber dann haben wir wieder hier ein Wassersternzeichen mit der Mäßigkeit zusammen. Zeigt eine Führung, ja? Die Situation wird wirklich geführt. Und die Person ist nicht in deiner Nähe. Wow. Ja. Diesbezüglich ergibt sich auch Kommunikation, Löwe. Aber genau, ergibt sich einfach Kommunikation. Ich glaube, du kriegst es schon hin. Ne? Du weißt schon, eigentlich am Ende weißt du schon, was du möchtest. Das weißt du schon. Und was du nicht möchtest auch. Also. Wir holen jetzt eine Karte von unserem Engel der Liebe, ja? Sehr wahrscheinlich ergibt sich viel Kommunikation über Internet bei euch, mit dieser Person von deinem Interesse, ja? Also es wird sich über Internet viel Kommunikation geben und wie gesagt, diese Person beobachtet dich schon, also von weiter und du sie vielleicht auch. Also es gibt viel Anziehung hier, ja. Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Wow. Peu à peu, aber es ergibt sich schon. Unerwiderte Liebe, die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu halten. Sehr wahrscheinlich ja, wir haben ja gesehen, ne? Also hier sind Minimum zwei Energien und mit einer von beiden wird sich das hier ergeben, ja. Unerwiderte Liebe, die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrecht zu halten. Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Interessant, ne? Diese zwei Karten.
Das habe ich nämlich bei dem vorherigen Kartenauslegen gehabt, beim Stier, glaube ich sogar. Nee, Steinbock. Bei Steinbock war das. Es war nämlich genau auch so der Fall, wenn ich glaube, ich bei Steinbock. Ich bin mir nicht so ganz sicher jetzt. Steinbock oder Stier? Eins von beiden. Klar, stell dir mal vor, es widerspricht sich schon, ja? Also wir haben hier zwei verschiedene Situationen. Einmal die Chemie stimmt nicht und die andere gibt es eine große Anziehungskraft. Ja. Dies könnte der die Richtige sein. Du bist den Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja, diese Person kennst du schon. Ist eine Person, die du kennst, ja. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Wahnsinn, oder? Denn das reden wir darüber die ganze Zeit mit der Welt. Also es gibt Faktoren, die ihr euch unterscheidet, sehr stark. Und das ist genau das, was dich ein bisschen zum Zweifeln bringt. Die sind immer Probe, die wir im Leben haben. Die wollen uns, das Universum will uns in Probe stellen, um zu sehen, inwieweit wirklich wir mit uns selber treu bleiben. Denn das hat wirklich viel mit deinen, inwieweit du dir selber treu bleibst. Denn lässt du dich von anderen Menschen jetzt beeinflussen, ob du mit einer Person zusammen bist oder nicht? Also es ist wichtiger, das, was die anderen denken, als das, was du fühlst. So ist es. Inwieweit ist das wichtig für dich? Was die Menschheit denkt. Am Ende, Löwe, wir haben nur ein Leben. Gut, wir haben mehrere. Aber jetzt ist dieses Leben, die wir haben, das wir haben. Und es kommt auf dich drauf an, inwieweit du das wirklich für dich leben möchtest oder im Augen den anderen. Ja, und das ist immer diese Sache. Ne? Also es ist ja klar, dass dein Seelengefährte unterscheidet sich von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Aber ich sage es dir, Löwe, bleibe aufgeschlossen. Ne? Du wirst dich wundern. Gespräche von Herz zu Herz, sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Das ist das Wichtigste, Löwe. Du und wieder du. Und du verdienst, geliebt zu werden. Ja? Wichtig hier bist du in erster Stelle. Und du verdienst einfach, geliebt zu werden. Ja? Lass dich von anderen Menschen nicht beeinflussen. Du darfst ohne Angst leben. Mach dein Herz auf, um die höchste aller Energien zu geben und zu empfangen. Im Bilde. Entscheide klar, was du willst, denn damit es jetzt zu dir kommen kann. Das ist eine Sache, die jetzt bald kommt. Also hier gibt sich eine Sache, Löwe, die bald da ist. Schnelle Sache, eine schnelle Sache. Und liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich sage es dir. Also wahre Liebe, sich gegenseitig kennenlernen, neue Liebe. Und natürlich Versöhnung. Jemand von der Vergangenheit kommt ja, haben wir ja gehabt, ne? Jemand von der Vergangenheit kommt. Aber hier haben wir eine wahre Liebe, neue Liebe und achte auf die Warnsignale. Warnsignale. Löwe, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir auch. Und danke schön, dass du mich zuhörst. Danke schön für deine Abos, sehr wichtig. Und wir sehen uns so mehr oder weniger in 2 Wochen. Und wenn du möchtest, können wir zusammen nochmal schauen, wie sich die Energien für dich ändern. Also. Und ich hoffe, wie ich es dir auch vorher gesagt habe, wichtig ist dieses
darauf, dass man dich auch zum Nachdenken bringt, als eigentlich, ja. Eigentlich, das ist der Sinn der Sache, weil wir wissen, wie das ist. Die Entscheidungen treffen wir jeder für sich am Ende, wie jeder möchte. Weil natürlich, es ist nichts, es spricht nichts dagegen, wenn man natürlich die Vergangenheit eine zweite Chance geben möchte. Da spricht ja nichts dagegen, wenn wir es auch so empfinden und so fühlen, ja. Und irgendwann lernen wir das dann auch, ja. Sollte es natürlich wieder nicht klappen, irgendwann kriegen wir es schon hin und bekommen, ja, verstehen wir das irgendwie am Ende. Aber das ist eine Sache, wie gesagt, die wir selber entscheiden am Ende, ja. Löwe, wie gesagt, danke schön, dass du da bist. Frohe Ostern, ja. Und wir sehen uns bald, wenn du gerne möchtest. Ich möchte sehr gerne. Bis bald, Löwe. Tschüss.